Die meisten Leute da draußen kennen ja die Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Viele sind gespannt auf die Amazon-Serie. Und heute geht es auch um eine Herr der Ringe-Verfilmung. Aber um eine, von der ihr vielleicht noch nie gehört habt. Also bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr wissen wollt, warum der eine Ring ein Donut ist, warum die Elben die krassesten Raves feiern und die besten Szenen in Peter Jacksons Herr der Ringe eigentlich fehlen. Ich habe heute einen Gast hier, den Alper, habt ihr ja schon gesehen. Den kennt ihr ja schon von Cinema Strikes Back. Und das ist Jonas. Der hat noch gar keine Ahnung, was heute auf ihn zukommen wird. Herzlich willkommen zu einem Special hier auf Cinema Strikes Back. Wir wollten einfach mal was anderes versuchen, deshalb viel Spaß. So, Alper, bevor wir jetzt ins Material reinstarten, habe ich noch eine kleine Geschichtsstunde für dich. Es gab in den letzten 70 Jahren, seit die Bücher erschienen sind, einfach mega viele Ideen. Mhm. Manche wurden verfilmt, andere wurden nicht verfilmt. Japans Topcraft, so hieß eine Firma, die haben für einen der Hobbit-Filme die Animation gemacht. Und weißt du, was aus denen später geworden ist? Weta Digital? Studio Ghibli. Ach was? Ja. Ah, okay. Es gab eine Version, da sollte Galadriel Sex mit Frodo haben. Warum auch nicht? Ja. Sauron sollte mal wie Mick Jagger aussehen. Es gab natürlich auch Pläne mal, dass die Beatles die Hobbits, die vier Hobbits spielen. Klar. Und das Beste kommt zum Schluss. Weißt du, wer mal als Frodo Beutlin geplant war? Welcher Darsteller? Ich habe keine Ahnung. Al Pacino. Al Pacino. Das war etwa, nur dass du weißt, welcher Al Pacino, das war ungefähr zu der Zeit von Der Pate. Genau. Oh Gott. Also, ja. Lustig. Heute geht's aber nicht um diese ganzen Verfilmungen, sondern um, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Saga om Ringen. Das ist eine schwedische Adaption und die ist etwa 28 Minuten lang. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Wie lange? 28 Minuten nur? Da passt nicht so die ganze Handlung von der Herr der Ringe rein, ne? Aber ich dachte, die wollen irgendwie die gesamte Geschichte erzählen. Doch nicht? Die haben. Bricht das früher ab? Wirst du gleich sehen. Okay, okay, okay. Wirst du gleich sehen. Es gibt keine Dialoge in dieser Verfilmung. Was? Nee. Es gibt nur einen Erzähler, der quasi die Geschichte wiedergibt. Und noch einen kurzen Disclaimer, das ist natürlich jetzt kein Hate gegen diese Verfilmung. Mhm. Wir machen das rein aus Spaß an der Freude und weil das einfach so eine abgefahrene Verfilmung ist. Ich bin sehr gespannt. Ja. Du weißt, Herr der Ringe ist bekannt für die epische Story, für atemberaubende Effekte und für bombastischen Soundtrack. Ich kann dir nur sagen, die schwedische Adaption steht dem in nichts nach. Das startet mit so einem psychedelischen Progressive Rock. Ja. Gefällt mir schon Gefällt mal. Gefällt mir gut, ne? Gibt Schlimmeres. Hab ich mir gedacht. Ich finde das auch tatsächlich nicht hässlich. Ich finde das ganz schön gemalt. Ja, ist ganz okay gemalt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Womit startet aber der Herr der Ringe? Fängt er nicht mit dem Prolog an, wie Sauron der Ring abgeschnitten wird vom Finger? Ja, quasi, aber so wie es eigentlich anfängt, ist mit einer richtig fetten Party. Und zwar wird Bilbo Beutlin 111 Jahre alt. Das ist halt wie so die Parade des Jahrtausends, aber dann passieren merkwürdige Dinge. Jetzt musst du gleich mal schauen, was mit Bilbo passiert. Das ist ganz links. Ach, ganz links ist Bilbo. Mitten unter Festen wurde Bilbo sehr unsynlich. Was passiert? Er ist einfach verschwunden. Ja, also in den Büchern und in den Filmen steckt er den einen Ring bei seiner Party auf den Finger und dann verschwindet er ja. Ja. Und so haben die das hier gelöst. Ich habe jetzt nicht so ganz zuhören können. Ich hab so, also 5% würde ich wahrscheinlich verstehen. Erklärt er das dann einfach vielleicht? Der erzählt halt, was da gerade passiert. Wahrscheinlich hier, die Hobbits machen die Party des Jahrtausends und haben die beste Zeit, aber Bilbo, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ja. Und dann verschwindet er auf eine. Aber was ist da auf dem Tisch? Essen die Farbe? Ich hab keine Ahnung. Oder malen die oder so? Ich weiß es nicht. Aber der sieht auch noch recht frisch aus für 111. Ja, übrigens hier dieser Typ rechts unten, weißt du, wer das vielleicht sein könnte? Soll das Frodo sein? Nein. Sam? Ja. Echt? Ja. Und die anderen Figuren, soll das Gandalf sein? Oder? Ja, das ist Gandalf. Das ist Gandalf. Zwischen Sam und Gandalf, das ist Frodo. Und wer das links neben Gandalf ist, ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer. Aber in Herr der Ringe wird ja nicht nur Party gemacht, Alper, sondern es geht um den einen Ring. Ja. Um den einen Ring, diesen mächtigen Gegenstand, mit dem Sauron fast Mittelerde unterwerfen kann. Und ich will es mit den Worten von Boromir ausdrücken. Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden, wegen eines so kleinen Dinges. Frodo, ich werde dich präsent. Das ist der Ring?
Das ist der Ring. Das ist ein Armreif. Ich hab gesagt, das ist ein Donut. Ja, aber in den Büchern zieht er den doch auch auf den Finger und so. Ja. Also das ist doch. Wie kamen die denn darauf? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hatten die nicht das Geld für noch ein kleines Replik. Und vielleicht wollten die einfach klar machen, wie mächtig er ist. Hä, die werden doch wohl einen Ring auftreiben können. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hatten die Angst, dass er zu klein sein könnte für das Bild. Und dann haben die einfach so einen großen genommen. Ja. Wie vernichtet man diesen einen Ring? Man wirft ihn in den Schicksalsberg. Genau. Amon Amarth. Genau. Da wirft man ihn rein. Und das könnte vielleicht ungefähr so aussehen. Oh, großartig. Das ist sehr gut. Es geht weiter. Der Weg nach Bruchtal. Frodo, Sam, Merry und Pippin machen sich auf den langen Weg dahin. Es geht durchs wunderschöne Auenland, aber dann kommen plötzlich dunkle Kreaturen. Die Nazgul sind ihnen auf der Fährte. Und auf jeden Fall entbrennt jetzt eine der spannendsten Verfolgungsgeschichten der Filmgeschichte. På backen ner och försvann i nattmörkret framför dem. Det var vägen till Skoghall och Bockeby färja. Oh, die Spannung ist kaum auszuhalten. Das sind die Nazgul. Die sind ein bisschen rasanter in Peter Jacksons Verfilmung. Hast du auch gemerkt, wie sie auf ihren schönen Pferden reiten und einfach... Dass sie die sollen reiten! Ja. Und auch, ich finde es auch so geil, wie schlecht das quasi... gekeet ist, sagt man ja, wenn die von einem Greenscreen drehen. Das sieht lustig aus. Das geht alles sehr schnell, habe ich das Gefühl. Ja, es sind ja auch nur 28 Minuten. Hier ist der Ring, hier ist der Schicksalsberg, hier sind die Nazgul, fertig. Ja, genau. In den Büchern treffen die auch noch auf Elben und quatschen mit denen ein bisschen. Ja. Wie stellst du dir so Elben vor? Was hast du vor deinem inneren Auge, wenn du an einen Elben oder eine Elbin denkst? So wie ich halt auch bin. So groß, schlank, engelsgleich, anmutig, natürlich blond, natürlich. Oh, das ist wie so ein ganz unangenehmer Kunstfilm. Alter, ich muss dir sagen. Ich hab jetzt irgendwie so einen kleinen Typen in einer Lederjacke erwartet. Achso, das kommt schon deiner Vorstellung sehr nah. Die sind halt nicht blond, aber ansonsten. Ja. Aber ich muss dir auch sagen, dass diese Szene 2 Minuten in diesen 28 Minuten einnimmt. Das heißt, zwei Minuten lang diesen Elfen-Rave. Weirder schwedischer Kunst-Avantgarde-Film. Genau. Von den Elben gehen wir jetzt in den alten Wald. Der kommt in den Büchern nur vor, in den Filmen leider nicht. Die Hobbits fliehen vor den Nazgul in den alten Wald. Und da treffen sie auf den alten Weidenmann. Mhm. Das ist so ein Baum, der versucht, die zu töten im Endeffekt. Und sie mit seinen Wurzeln zu verschlingen. Ja. Doch dann kommt jemand zur Rettung. Hey dong, klingelong, rinde ding dong dilo. Dingelidong, hoppisprong, stolle stilo. Tom bom, stollen tom, tommelom, bombadillo. Vet du vem jag är? Jag är Tom Bombadil. Aber das ist Tom Bombadil. Habe ich mir ein bisschen älter vorgestellt, auf jeden Fall. Tom Bombadil, für alle, die es nicht wissen, das ist eine mysteriöse Figur. Über die man eigentlich gar nicht so viel weiß, außer dass sie extrem alt ist und wahrscheinlich auch extrem mächtig. Und sie kann auch dem einen Ring widerstehen. Deshalb ist die so ein bisschen weird, aber ihr habt vielleicht... crazy as fuck. Ja, der ist ultra super crazy. Ja. Ich kann gut nachvollziehen, warum Peter Jackson gesagt hat, nee, den lassen wir vielleicht doch lieber raus. Ja. Als nächstes geht es aber nach Bre zum tänzelnden Pony. Und dort sie auch Streicher treffen. Treffen sie auf Streicher, der später zum König von Gondor werden sollte. Ein Brief von Gandalf berichtet, dass man das richtige Namen hat. Das links ist. Rate mal, wer das ist, ja? Ja, Aragorn. Boah, Viggo Mortensen war da schon eine Ecke cooler, oder? Wahrscheinlich. Aber ich finde so sein Schnorris hat schon. Ja, sieht aus wie so ein junger Daniel Brühl. der Türken in 1910er, 20er Jahren spielt. Als nächstes geht's zur Wetterspitze, wo es dann zum großen Showdown kommt mit den Nazgul. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem ersten Film. Willst du den hier mal sehen? Das ist ein Understatement. Ja? Ja, ja, natürlich will ich das sehen. Kann ich dir nicht zeigen, den gibt's nicht. Okay. Schade. Wir gehen nämlich einfach schon einen Schritt weiter. Es ist schon alles passiert. Ja. Und Frodo ist verwundet. Ja. Und sie treffen auf den Elben Glorfindel. Und der hat in den Filmen, der wurde ersetzt durch Arwen. Mhm. Also eigentlich findet dann Glorfindel Aragorn und die Hobbits, aber in den Filmen war es dann Arwen. Vidstige sprang upp och ropade medan han rutade igen. Dann sieht er doch ein Pferd. Ja. Han kände ryttaren. Det var Alven Glorfindel.
Glorfindel tittade på Frodos sår, sig större och svartare. Oh, die Mucke ist geil. Fühl ich. Man sollte keine Drogen konsumiert haben, bevor man das guckt. Ja, genau. Was war dieses, was ist das? Das ist, glaube ich, das Wasser, das dann über die Nazgul hereinbricht. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Genau. Aber jetzt wird gefeiert, Alper. Under kvällen und natten firade sedan hela Vattnadal för Odos. Ja, also hätten die nicht wenigstens Wasser oder sowas in die da reinmachen können? Aber hast du auch diesen Mann, der zwischendurch eingeblendet wurde, erkannt? War das nicht Aragorn oder habe ich das verpasst? Nee. Meinst du hier diesen? Ja. Weißt du, wer das ist? Elrond? Das ist Elrond, genau. Okay. Ja. Geil. Und wie wir wissen, wird ja in Bruchtal die Ringgemeinschaft gebildet. Ja. Wer ist denn alles dabei bei der Ringgemeinschaft, Alper? Weißt du das? Ja, die vier Hobbits. Ja. Gandalf. Boromir dabei und ja. Legolas und Gimli und Aragorn. Genau. Aber weißt du, wen die da einfach weggelassen haben? Gimli? Und skulle följa med Frodo blev Sam, Merry und Pippin und Gandalf. Av alverna valdes Legolas och Gimli gick för dvärgarna och Vidstige för människorna. Die haben Boromir einfach ausgelassen? Boromir weggelassen. What the fuck? Die haben Boromir ausgelassen? Ja, aber ich meine, muss ja. Also ich hätte. Es ist schon beeindruckend, dass man sagt, okay, Tom Bombadil muss da rein, aber Boromir den streichen wir. Ja, den können wir komplett weglassen. Die Gefährten rüsten sich natürlich für diese Reise sehr gut aus. Ja, da kriegt doch Frodo auch sein Kettenhemd, ja. Aber ich glaube, es ist eher ein LSD-Kettenhemd. Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht. Und Sam packt auch noch seine Tasche. Und ich fand es sehr schön, was er auch dabei hat. Lembas. Moment, es kommt gleich. So ein Hammer. Ja. Jetzt machen sie sich auf. Der Ring geht nach Süden. Die Ringgemeinschaft geht los und zieht über die Berge, durch ganz Mittelerde. Komm auf die Heder nach Hektar uppe. Wenda, was er um so näher den sich. Dann schauen sie nochmal zurück. Ah, schön. Ach ja. Wo kommen die da aus dem Nichts raus? Nee, die laufen, glaube ich, von unten nach oben. Ja, genau, natürlich. Selbstverständlich. Weißt du was? Die Musik fühle ich ja. Ja, ich auch. Weißt du, wenn sie denn läuft. Weißt du, was jetzt kommt? Hä, was? Wie, das war's? Das war's? Das war's. Da hört's auf? Ja. Oh. Ja, das ist ja super traurig. Das waren zwei Folgen, 14 Minuten, insgesamt 28 Minuten. Und da haben sie sich gedacht, ja komm, erzählen wir einfach die Geschichte, wie die Ringgemeinschaft sich bildet, dann loszieht und dann hören wir auf. Aber wie fandest du das so insgesamt? Psychedelisch, vor allem die Musik. Ich erinnere mich gerade an das, also ich versuche dieses Bild von diesem Kettenhemd aus dem Kopf zu bekommen. Dass sie Boromir ausgelassen haben, finde ich wirklich krass. Bebos Geburtstag wurde so schnell abgefrühstückt. Mhm. Man sieht kein einziges Mal Sauron. Und der Ring ist ein fetter Donut. Der Ring ist ein fetter, goldüberzogener Donut. Das ist super weird. Es gibt noch eine sowjetische Adaption, die ist auch sehr trippy. Und es gibt noch eine finnische Adaption, die ist auch sehr trippy. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob wir das zu denen auch noch machen sollen, ob wir da auch so ein bisschen drauf reagieren sollen. Aber schaut jetzt noch weitere Videos an, zum Beispiel Rezept gelüftet. So backst du Lembasbrot von MDR Science and Fiction, wo wir jetzt auch schon zweimal zu Gast waren. Ja, cooler Kanal auf jeden Fall. Genau, und oder schaut unser letztes Herr der Ringe-Special über das Alter der Gefährten um Frodo. Und wir haben Boromir auch mitgenommen, weil wir gedacht haben, oh, das ist vielleicht doch eine wichtige Figur. Ja. Deshalb hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. Tschüss. Bis bald. Macht's gut.